Kupfererz, Eisenerz und noch mehr Eisenerz. Perfekt. Wie sieht's denn mit Funkelflecken aus? Da unten sind noch welche. Und da ist auch noch einer. Eisenerz haben wir aber schon mal gut gefunden. Diese Türen interessieren mich. Die wir jetzt beispielsweise auch hier wieder haben. Später wird es eine Möglichkeit geben, die irgendwie zu öffnen. Hexerklöße. Säusel. Wow. Ich finde es irgendwie witzig, dass die Zauber so eigentlich mehr Geräuschbezeichnungen haben, als das, was sie wirklich tun. Ich meine, Säusel könnte man auch einfach Wirbelsturm nennen oder Windhose oder sowas. Aber nein, sie heißt Säusel. So. Bongo, Bongo. Ja, bei der Gruppe müssen wir ein bisschen vorsichtig sein, befürchte ich. Scheiße. Ja, auf jeden Fall müssen die Hexerklöße schnell down gehen. Der AOE-Damage ist einfach zu hart. So, jetzt machen wir nämlich hier Knister auf die Hexerklöße. Eine mutmachende Melodie. Die Angriffskraft des Feindes ist leicht gestiegen. Autsch. Weg. Wow, kritischer Treffer. 60 Schaden. Easy peasy. Sein Dolch sieht schon ein bisschen lustig aus. Sieht aus wie so ein Schlüsselschwertgriff irgendwie. 87 Erfahrungspunkte. Nice. So. Und jetzt zur kryptischen Krypta. Oh Mann. Das sieht auch schon genau so aus. Die kryptische Krypta. Holy shit! Und da ist wieder einer von Yggdrasils. Yggdrasils Weisung werden wir da wieder vornehmen können. Jetzt sind wir da vorne. Was sind das denn für welche? Und die viel bessere Frage ist, was haben wir hier für Monster? Monster in der Nähe. Es sind hier 6 verschiedene. Beziehungsweise 5, die wir noch nicht kennen. Es könnte auch ein Boss darunter sein. Wow. Gegen die haben wir doch auch schon mal gekämpft. Dracomagus. Siecherkriecher. Aber die hießen anders. Es war ein blauer. Megaschwächung. Oh nein. What? Are you for real? Einer ist tot. What? Die machen echt viel Schaden. Ich muss vorsichtig sein. So, der muss erstmal weg. Schön. Und der Dracomagus auch. Die Gruppe von Gegnern wurde besiegt. Jedes Gruppenmitglied erhält 91 Erfahrungspunkte. Nice. Ich würde mal sagen, so, das war schon mal nicht ganz unwichtig. Sehen wir uns hier etwas genau. Zuweilen ist es doch schon etwas creepy. Eisenerz. Es sind 2. Eine Gruppe Dracomagi erscheint. Also offenbar ist dieser Debuff oder wirkt dieser Debuff ja auch nur für den jeweiligen Kampf. Das ist gut. Scheiße. Boah, das interessiert jetzt nicht so sehr. Und Veronica kannst du ruhig angreifen. Das stört mich auch nicht. 46 Erfahrungspunkte. Und die Siecherkriecher nehmen wir auch mal aufs Korn. Die sehen irgendwie falsch aus. Ich weiß auch nicht.
gehen. In letzter Zeit kommen immer mehr statusverändernde Zauber der Gegner vor. Alleine schon, um es etwas schwerer zu machen, vermutlich. An denen gehen wir vorbei. Der ist gruselig. Der ist sehr, sehr gruselig. Was ist das für eine Morass-Marionette? Genauso siehst du auch aus. Machen wir erstmal den einen. Wow, wieder ein kritischer Treffer, nicht schlecht. Legt ein bizarres Ballett hin. Eric verliert 5 MP. Das ist gemein. Oh. Schwächer als ich gedacht hätte. Na gut. Ich habe mit, wie gesagt, etwas Schwierigerem gerechnet. Marco Magus! Oh! What have I done? Was habe ich nur getan? Gut. Wir müssen auf jeden Fall Knister benutzen. Und jetzt dürfte eigentlich jeder von denen umfallen, egal wen wir angreifen. Ich frage mich, ob die auch ausgenockt werden kann, Veronica, obwohl wir ja die Lebenspunkte und gar nichts... Also wir sehen ja nichts. Hey, danke. Draco Magi wurden besiegt. Wins again. Sie ist überhaupt nicht egozentrisch. Kein bisschen. Es gingen beide Wege. Der Weg führt nach unten. Das ist ja schon ziemlich weitläufig hier. Nicht schlecht. Gefällt mir auf jeden Fall. Es lässt weit blicken für die späteren Dungeons. Nur sicher Kriecher. Oha! Von wegen nur sicher Kriecher. In ihnen haben sich die Draco-Magi versteckt. Ah, dann auch noch beide. So eine Scheiße. Verlangsamung auch noch. Flinkheit sinkt erheblich. That's no good. Nein, Eric. Oh, Veronica, du bist ein Schatz. Immerhin denkt sie mit. Das ist viel wert. So, jetzt müssen wir den erledigen. Schön. Greifen die mit ihren Augen an? Ist absurd. Perfekt. Wir können auch mal ein paar Mal den Heilzauber benutzen. 90 Erfahrungspunkte. Nice. Einmal auf mich. Und einmal auf Eric. Das reicht. Vorerst zumindest. So, hier lang. Da ist ein Schatz. Hexerklöße. Oder Hexenklöße, keine Ahnung. Waldes findet ein Yggdrasilblatt. Was bringt das Yggdrasilblatt? Das will ich herausfinden. Lässt einen gefallenen Verbündeten in die Welt der Lebenden zurückkehren. Also wie eine Phönixfeder von Final Fantasy, ja? Konnte man irgendwie fast mit rechnen. Oh, Scheiße. Veronica, greif mal bitte Edge. Ah ja. Veronica, du solltest mal lieber den Draco Magus angreifen. Nein.
Danke. Ja, mich nochmal zu edgen ist ja ziemlich... Das ist ja kein edgy badgy. 77 Erfahrungspunkte und Eric Stufe 12. Sehr schön. Neuer Zauber erlernt und 2 Talentpunkte erhalten. Insgesamt hat er jetzt 5. Leben werden wir bald die Schallmauer von 100 durchbrechen. Da ist er jetzt bei 94. Und Flinkheit sind wir jetzt bei 50. Nett. Eric erlernt einen neuen Zauber Hintertür. Das kann Waldes ja auch. Talentpunkte sofort vergeben. Müssen wir mal eben gucken. Wo könnten wir das denn eventuell benutzen? Hier nicht. Hier auch nicht. Flammenhieb. Ja, dafür wird aber, glaube ich, ein... Ja, dafür wird ein Schwert benutzt, gebraucht. Das haben wir ja nicht. Sparen wir uns das also noch. Weil es hat 7. Das heißt, er kann beim nächsten Stufenaufstieg und er sollte ja bald kommen. 51. Da kann er dann einen neuen Zauber erlernen. Ihr mit eurer Mega-Schwächung. Logisch, dass er jetzt ein bisschen mehr Schaden macht. Und weg. Seine Stärke, sein Geschick und seine Ausweichchancen steigen. Boom. Drakomagi wurden besiegt. 69 Erfahrungspunkte und damit ist Waldes auch eine Stufe aufgestiegen. Hat jetzt 77 Leben. Was steigt bei ihm noch viel? Ja, MP. Ansonsten alles relativ ausgewogen. Also mir scheint Waldes der ausgewogenste Charakter zu sein. Talentpunkte verwenden wir. Und zwar müssen wir jetzt mal eben gucken, was wir dann nehmen. Das hängt auch von anderen Faktoren noch ab. Lässt Blitze auf eine Gruppe von Gegnern niederfahren, ist gut. Sorgt dafür, dass eine Gruppe von Gegnern sich in Luft auflöst. Klingt merkwürdig. Hier würden wir Geschick noch kriegen, hier würden wir Flinkheit kriegen. Wir haben es ja eigentlich auf Flinkheit abgesehen. Allerdings klingt Zick für mich stärker. Deswegen benutzen wir Zick. Perfekt. Sehr gut. Jetzt geht's nach hier oben. Eine geschlossene Tür. Die Tür ist fest verschlossen, okay. Hier können wir also noch nicht hin. Dafür brauchen wir einen Schlüssel, den wir dann vermutlich oben finden. Eventuell kann uns da ja Yggdrasils Weisung helfen. Aber das werden wir erst hier oben rauskriegen. Das war irgendwie klar. Man hätte darauf kommen können, dass das komischerweise ja genau darüber ist. Wobei es ist nicht genau darüber, aber glaube ich. Also, nee, es ist nicht genau darüber, aber ähnlich. Ja, vielleicht doch. Ja, es müsste eigentlich genau darüber sein. Ach, was soll's. Was haben wir denn hier? Das kommt mir bekannt vor. Die Yggdrasil-Wurzel berühren? Ja. Shadow, if it wasn't sewn on. I can't go falling into my own trap now, can I? What would the others say? Right, I'd better go the long way round. Das könnte hilfreich werden. Das heißt, der Gang da vorne ist eine Falle. Der Gang da vorne ist also eine Falle. Gut zu... Seriously?
Naja, jetzt sind wir wenigstens in dem vorher abgeschlossenen Bereich. Federkappe. Da müssen wir jetzt mal eben gucken. Die kann besser sein. Als der Spitzhut. Ist auch besser als der Spitzhut. Abwehr plus 3. Magische Macht plus 1. Magische Heilkraft plus 2. Und Charme plus 12. Das ist Wahnsinn. Dann kann Eric doch den Spitzhut nehmen. Oh mein Gott, er hat magische Heilkraft. Ich sah ihn noch nie so glücklich. 1600 Erfahrungspunkte bis zur nächsten Stufe, holy. Oh Gott. Neue Gegnertypen. Und einen davon können wir sogar mounten. Mega Schwächung. Interessiert doch keinen. Du kriegst jetzt erstmal Wiedergänger, heißt er tatsächlich. Schön. Sick. Kostet 8 MP. Kann dann aber auch nur stark sein. Flammenhieb. No. Töte den Wiedergänger. Super Saiyan Mode. Super Saiyajin, Gott Super Saiyajin. 82 Erfahrungspunkte, sehr gut. Golderz. Damit können wir uns noch einen Goldring schmieden. Frag mich gerade, was das da hinten ist. Autsch. Oh, warte mal, wir nehmen tatsächlich Schaden die ganze Zeit. Okay, dann brauchen wir doch mal ein Gegengiftkraut. Jo, und was wir auch noch benutzen wollen, ist Magie. Und zwar Heilung auf mich, danke. Da können wir wieder hoch. Dann brauchen wir die Tür ja gar nicht. Aber wir müssen trotzdem mal gucken. Warum sollten wir den denn mounten, frage ich mich gerade. Warum könnten wir das wollen? Koop-Kräfte, Tapferkeit, Trophäenjäger können wir ja mal machen. Schädelreiter. Mal sehen, ob wir ihn bestehlen können. Tierknochen. 18 Schaden, ernsthaft? Mehr nicht? Na, wir machen mal Sick auf die Hexerklöße. Holy shit, okay. Ich weiß, warum das Ding so viel MP kostet. Okay, der ist offensichtlich stark gepanzert. Wobei es geht. 98 Erfahrungspunkte und eine Schatztruhe mit einem Tierknochen, einem weiteren Tierknochen. Du kannst jetzt auf dem Ross des Schädelreises durch die Gegend flitzen. Wie gesagt, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, warum ich das will. Ach, deswegen. Ach, warte mal. Schließ die Tür auf. Können wir damit Gegner wegmoschen? Mal gucken. Geil. Yeah! Nein! Ich bin doch gemoscht, gegaloppiert. Warum ist das nichts mehr wert? Nein, greif doch einen von denen an, die gleich tot sind. Ich traue Veronica nicht. Sie wird ihn eh nicht angreifen. Autsch.
Schon wieder trifft es Waldes, aber er ist nicht vergiftet. Sehr gut. Ha. 83 Erfahrungspunkte. So. Ja. Wow. Das hat mich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen überrascht, aber auf die positive Art. Sehr schön. Hm. Hier soll ja angeblich eine Falle sein, ne? Dann müssen wir natürlich diesen Weg nehmen. Ich hätte es wissen müssen. Das ist so cool mit diesen Mounts. Also ich finde das so witzig. Okay, dann muss aber dieser Weg richtig sein. Den hat der Schatten ja selbst genommen. Ja, der ist okay. Jetzt müssen wir mal hier gucken. Nein! Jesus Christ, öffne die Tür. Die kommen einfach aus dem Boden teilweise, das ist gefährlich. Ich glaube, ohne das Ross wären wir da auch gar nicht hochgekommen, kann das sein? Da waren ja schon diese Abdrücke. Warum steige ich ab? Ich will gar nicht absteigen. Ich will nie wieder absteigen. Ich will mal eben gucken, was für... Fehlen hier jetzt noch Monster? Ne, wir haben hier alle Monster getroffen. Bis eben auf den möglichen Boss, der hier noch kommt. Du kannst aber lange galoppieren, doch. Keine Müdigkeit und nichts. Paar Langfingerhandschuhe. Die könnten interessant sein für Eric. Wir gucken uns die mal an. Langfingerhandschuhe? Ausrüstungsbeutel, ne? Hä? 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 Was mache ich hier? Ich weiß nicht, was ich hier tue. Da. Handschuhe, die von Grünlingen unter den Gegnern geschätzt werden und das Geschick des Trägers steigern. Chance, Gegenstände erfolgreich zu stehen, steigt um 2%. Das ist nicht verkehrt, aber... Wo trägt man die denn? Hier. Abwehr steigt, Geschick steigt deutlich. Maximales Leben sinkt natürlich. Konnte die sonst noch was? Hm. Na, ja, wir lassen jetzt erstmal die Langfingerhandschuhe. So, wir sollten vielleicht einmal hier oben lang gehen. Mini-Medaille. Wieder einmal. Und der Gegner ist einfach verpufft. Das gefällt mir. Oh. Da ist auch wieder eine Truhe. Meinte er das etwa mit Falle? Silberplatte. Was könnte denn die Silberplatte bringen? Das klingt für mich wie ein Schild. Dieser Teil eines hübschen Tafelservice kann auch als behelfsmäßiger Schild benutzt werden, ja. Abwehr 8, Charme plus 4 und Chance auf Blocken. Ja, gar nicht so schlecht. Lass mal eben gucken.
Ja. Ist besser. Sieht total bekloppt aus, aber ist besser. That's one heck of a fountain to be hidden away down here. Wait, over there. Serena, wake up. It's me, Veronica. Hmm? That's your sister? Serena! We said we'd always be there for each other, didn't we? Well, I'm here for you now. So pull yourself together! Die jüngere Schwester? Sorry, it's just I... Well, I was so awfully tired after all that searching that I needed a nap and... Veronica! Is that really you? What in the world has happened to you? Okay, also sie hat sich wirklich verändert. But how did you know it was me? We've been sisters a long time, you know. It would take a lot more than a new look to fool me. Oh yes, very funny. What were you doing lying on the ground like that? I thought you were... Well, that you were... You know... Sorry to interrupt the reunion, but didn't you tell us Serena was your kid sister? Well, if you want to get technical about it, actually we're twins. Ah, ja. But we don't look the same age anymore because, well, it's all a bit complicated. Vielleicht schaffen wir es im Laufe unseres Abenteuers, sie wieder in ihre normale Gestalt zu versetzen. I told you I was taken off by monsters, didn't I? They've been kidnapping people so they can steal their magical powers. Also, so jemand wie der Schatten? Well, I wasn't going to let them have mine without putting up a fight. But the more I resisted, the younger I got. I don't quite understand it, but instead of draining my magic, they drain my age. Ugh. What I'm basically saying is that I'm not a child. So stop treating me like one. Wie wär's, wenn du das von Anfang an gesagt hättest, dann wäre dieses Problem nie entstanden? Okay, we get it, we get it. You're not a kid. But you still look like one. Don't you want to do something about it? Of course I do. Why do you think I brought you here? I want you to help me clobber those stupid monsters and see if we can fix this. Okay. You will help us, won't you? I promise to do my bit as well. I have some really rather wonderful healing spells, you know. Okay, also meine Vermutung, sie ist die Heilerin unserer Gruppe und also Serena und Veronica ist dann die Schwarzmagierin, also um das in Final Fantasy Vokabular zu sagen, sie ist halt die Angriffsmagierin. Klingt gut. Klingt sogar sehr gut. Jetzt müssen wir mal eben hier gucken, dass wir hier speichern. Die LP und MP der Gruppe wurden vollständig wiederhergestellt. Alle verirrten Schäflein sind hier willkommen. Bla bla. Ja, also wir werden da vorne vermutlich jetzt gegen den Schatten kämpfen. Alles andere würde mich wundern. Ach. So. Da oben sehen wir ja auch, was ich ganz interessant finde, 4 Schlösser. Aber erstmal sollten wir jetzt die Weissagung oder die Weisung Yggdrasils befolgen. Wir verfolgen wahrscheinlich den Schatten weiter. Oh, I almost
forgot. You need a password to get through here. And it was... Humbra-kadumbra. Okay. Na gut, dass zufällig hier eine Wurzel von Yggdrasil war, die uns das Ganze verraten hat. Umbra-kadumbra.